Die ernsthaften gesundheitlichen Risiken der Corona-Pandemie bestehen fort. Die Infektionszahlen sind unverändert hoch und leider müssen wir auch schwere Krankheitsverläufe und tödliche Krankheitsverläufe beklagen. In dieser Lage kann es keinen Zweifel geben, dass die Beschränkung unserer Kontakte, das Tragen von Masken und das Halten von Abständen genauso wichtig sind wie die Beachtung der Regeln zur Hygiene notwendig. Ich behaupte nicht, dass die gesamtstaatliche Krisenstrategie die vulnerablen Gruppen vergisst. Aber im Kern ist der Ansatz doch, mit großem Aufwand, mit hohen Kosten, mit besonderer Strenge in der Breite Maßnahmen zu verhängen, um ein Übergreifen auf besonders Gefährdete zu verhindern. Die Qualität der Corona-Politik misst sich nicht an der Strenge der Verbote oder an der Höhe der Schulden für Finanzhilfen. Die Qualität der Corona-Politik muss sich daran bemessen, wie gut sie die wirklich Gefährdeten schützt. Und hier besteht Nachholbedarf. Beispielsweise im Handel: die einst von den Gerichten verworfene 800-Quadratmeter-Regel ist in neuer Form zurück. Zukünftig stehen die Menschen also eng im Bus nebeneinander und danach in der Schlange vor dem Geschäft, um hernach nach dem Einlass 20 Quadratmeter für sich allein zu haben. Ist das sinnvoll? Wo ist die wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das Virus mit zunehmender Verkaufsfläche gefährlicher wird? Oder wie wäre es, wenn wir für die besonders gefährdeten Taxigutscheine statt Bus ausgeben würden oder exklusive Zeitfenster für den Einkauf ermöglichen würden? Unsere Befürchtung jedenfalls ist, dass Ihre Maßnahmen nur einen Beitrag zur Verödung der Innenstädte und zur Erhöhung der Marktanteile von Amazon ist, ohne für die Pandemiebekämpfung wirklich wirksam zu sein. Die Regierung und die sie tragende Mehrheit müssen der Bevölkerung zudem die Frage beantworten, unter welchen Bedingungen und wie und wann der Stillstand im Land aufgehoben werden kann. Der Gesundheitsminister hat gesagt, das Virus habe eine lange Bremsspur. Umgekehrt gilt aber auch, dass das erneute Hochfahren des Landes einen Anlauf benötigt, etwa in der Kultur. Stillstand geht sofort. Neustart braucht Vorbereitung. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemiebekämpfung explodieren. Jedenfalls ist das keine langfristig durchhaltbare Strategie, die Sie verfolgen. Es ist so, dass man feststellen kann, je höher die Einkommen, desto besser kommen die Menschen durch die Krise. Nehmen Sie das wirklich empörende Beispiel der Supermarktketten. Die Löhne der Kassierinnen und Kassierer, denen wir alle hier im Frühjahr Applaus gezollt haben, die wir als Heldinnen und Helden bezeichnet haben, die sind trotz der Rekordumsätze gefallen. Und bei Lidl, Aldi und Co. gab es frische Milliarden auf die Konto. Aber der Umgang, der muss doch mit der Zeit professioneller, nachvollziehbar und vorausschauender werden. Und das, meine Damen und Herren, ist wirklich nicht der Fall. Wir erleben vor jedem Beschluss, der von der Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin gefasst wird, das gleiche Schauspiel. Gibt es den bayerischen Ministerpräsidenten, der den Schlauberger gibt, der Ratschläge erteilt und der immer neue Vorschläge macht? Geplante Maßnahmen kann man denn zuallererst über die Medien lesen? Auch ein Verfahren, was völlig inakzeptabel ist. Und dann wird Angst verbreitet. Am Sonntag sagt Herr Söder auf einmal Maskenpflicht für alle in den Kitas. Jetzt redet er sogar von dem Flugzeugabsturz. Und im Gegensatz zu Christian Lindner sage ich hier deutlich, diese martialische Sprache sollte man in dieser Situation wirklich nicht anwenden, meine Damen und Herren. Ehrlich gesagt, wenn man das Verfahren sieht, da fassen sich die Leute an den Kopf, wie Politik gemacht und wie kommuniziert wird. So geht das nicht. So wird nicht Vertrauen gewonnen, sondern so wird Vertrauen gestört, meine Damen und Herren. Der bayerische Ministerpräsident scheint genauso wenig die Kontrolle über seine Worte zu haben wie über das Virus in Bayern. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Es wird immer auch über Einschränkungen von Grundrechten entschieden. Und es tut mir leid, dafür ist dieses Gremium nicht legitimiert. Es ist dafür nicht legitimiert. Und der Bundestag darf dann im Nachhinein, also heute, noch ein bisschen darüber debattieren. Frau Bundeskanzlerin, ich erwarte, dass Sie Ihre Erklärung nicht nach, sondern vor diesen Zusammenkünften machen. Ansonsten ist das eine Missachtung des Parlaments. Hier muss Regierungspolitik begründet und gerechtfertigt werden und nicht die Klassenlehrerin erklärt uns allen die Welt. So geht das nicht. Sie wurden Ihrer Verantwortung in vielen Fragen seit dem Sommer eben nicht gerecht und schieben alles auf die Bürgerinnen und Bürger und vielfach auf das Private.
In den Schulbussen ist teilweise weniger Platz als in Ölsardinenbüchsen. Dass Sie da jetzt endlich etwas tun, dass Sie das entzerren wollen, na Donnerwetter, kurz vor dem Dezember, das hätte lange passieren müssen. Und wir werden die Novemberhilfen dann frühestens im Dezember und als Abschlag erhalten. Was ist denn das für eine Professionalität? Das muss doch schneller gehen. Wer schließt, der muss auch umgehend helfen. Und das schaffen Sie nicht. Und das ist eben nicht in Ordnung. Ob in Schulen, in Zügen, in Pflegeheimen oder Krankenhäusern, die Bundesregierung hat in den 8 Monaten deutlich zu wenig getan. Jedes Theater hat sich besser auf den Corona-Winter vorbereitet als die Bundesregierung, meine Damen und Herren.